Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sheltered. Und die Laura will mit uns quatschen. Die letzte Folge hat positiv geändert. Virginia ist aus der Katatonie erwacht und ich hoffe mal, ja, dass es jetzt nicht wieder mit einem Schock weitergeht. Ja, handeln, handeln. Schalter und Nagel können wir beides, glaube ich, stacken. Genau, Transistor ist das? Ja, ist ein Transistor. Die Lampe würden wir auch noch mitnehmen und Klebestreifen brauchen wir nicht. Und wir würden ihm dafür mal, könnten ihm Kordit geben. Oder auch hier, zack, alter Verwalter. Das ist mal kein schlechter Handelswert. Dann nehmen wir doch lieber ein bisschen Wasser. Ehe. Tschüssikowski und Charisma, jawohl, auf 19. Eieieiei. Also unter 18 kann es gefährlich werden. Nuklear, ja. Tipptopp. Holz. Cool, also wir haben eigentlich genug Sachen, um auf Expedition gehen zu können. Sollten wir vielleicht dann auch mal wieder machen. Wen nehmen wir aber? Wen nehmen wir? Das ist nämlich die große Frage. Raymond hat Charisma 15. Das könnte knapp werden. Charisma 12. Hier haben wir Charisma 7. Charisma 8. Und die Kleine. Die Kleine kann mal putzen gehen. Geht gar nicht. Dann kann sie ein bisschen spielen. Beschäftigt euch, Freunde. Beschäftigt euch ein bisschen. Ein kleines Haus. Okay. Jetzt konnte ich sogar zwei Leute gleichzeitig hier an diesen Sandsack ranhauen. Gucken wir gleich mal. Ob das jetzt plötzlich funzt. Weil wir die umpositioniert haben. Also er liest und. Jawohl, jetzt sind zwei gleichzeitig wieder. Also ist schon manchmal ein bisschen... bisschen komisch hier. Jo. Um in das kleine Haus zu kommen, müssen wir erst an diesen hoffentlich freundlichen Leuten vorbei. Hallo da. Also freundlicher kann man ja gar nicht begrüßen. Und Richard mit 19 Character Points. Das könnte passen. Jawohl. Gehandelt werden können wir aber trotzdem nicht. Gehandelt werden kann trotzdem nicht. Hier spricht Laura. Aber wir sind immerhin... Na super. Jo, toll. Schade. Also mit Auto, sobald man Autoteile findet, das haben wir mittlerweile gelernt, gleich zurück in den Bunker. Tja, schicken wir Roger mal los mit irgendwem. Ja, wir können ihm nichts mehr geben aktuell. Ah. Stufenanstieg, okay. Charisma 18. Also wir könnten Raymond im Charisma von 18, denke ich, losschicken zusammen mit vielleicht auch mit Melissa, oder? Ah. Wahrnehmung 10, Wahrnehmung 11. Hauen wir Raymond und Melissa mal auf Expedition. Wir müssten vorher noch mal ganz kurz gucken, wie das mit den Rucksäcken ist. Einen großen Rucksack hätten wir noch. Zwei wären natürlich besser. Masken haben wir noch. Bewährungsstab haben wir noch. Und Gewehrmunition haben wir. Das heißt, wir könnten die mit zwei Gewehren ausrüsten. Und dann losschicken. Mit zwei Gewehren und großer Rucksack und einem normalen Rucksack. Oder wir bauen noch einen Rucksack. Könnte auch passen. Einen fetten Level 4 Rucksack. Großer Rucksack. Gönnen wir uns einen? Ich würde sagen, ja. Dann gehen Raymond. Guck mal, der hat erhöht Charisma. Der kann ja nochmal ein Buch lesen. Dann gehen Raymond und Melissa
gehen dann los. Oh oh, er sieht ja ein bisschen freakig aus. Aber er möchte mit uns handeln. Und ja. So. Ja, Valium, Valium haben wir genug, Freunde. Haben wir genug. Das passt so. Jawohl, und Richard geht auf die 20 zu. Und können wir dem Finn jetzt nochmal was Gutes tun? Ja, ein bisschen Wasser können wir ihm geben. So, er hat sich jetzt schlafen gelegt. Aber Raymond ist noch gut drauf, hoffe ich. Und hat Charisma bei 18. Na, dann lesen wir doch noch ein Buch. Das lohnt sich ja richtig. Und Roger? Können wir nicht? Ja, man muss die gleichzeitig ranschicken. Und bevor einer dran ist, dann funktioniert es. Und jetzt schon wieder einen Funkspruch verpasst. Und die Dinger sind auch schon wieder im Eimer. Oh, Freunde. Wie in alten Zeiten hier, ne? Der Lumi putzt nicht, der Lumi repariert nicht. Der geht nicht ans Funkgerät. Völlig überfordert. Aber ich kümmere mich um unsere Katatonenfreunde. Das mache ich. Und ich gehe auch gelegentlich mal... Oh, ans Funkgerät. Wie sieht's jetzt aus? Charisma 19. Geil. Alter Verwalter. Naja, dann wird nochmal ein Buch gelesen. Ist überhaupt kein Problem. Warum geht sie denn nicht schlafen? Oh, sie ist nicht auf Auto, glaube ich. Zack, jetzt aber. Okay. Naja, viele Leute im Bunker bedeutet auch hoher Verbrauch dieser Geräte, dass sie viel repariert werden müssen. Okay. Reparieren. Reparieren. Reparieren, reparieren, einfach mal so pauschal. Und Holzplatz, ja, Holz, zumindest das macht Sinn. Seil, nö, das passt. Ist in Ordnung. Oh, das Ventil habe ich, glaube ich, vergessen. Naja, und ist er jetzt bei 20? Jawohl, Charisma bei 20. Na bitte, ja, Freund. Jetzt noch eine Runde duschen, ne? Komm mal her. Duschen. Das Ding muss repariert werden, habe ich mir gedacht. Den, na, den hauen wir auch noch mal schnell ein bisschen auf Vordermann. Ja, na geil. Dann kann der Raymond jetzt losziehen mit irgendwem, der gut drauf ist. Mir ist auch mit Roger. Roger könnte auch noch mal ein bisschen was lesen. Und David. Der kann noch mal trainieren. Geh mal trainieren, David. Und. Wer ist das? Das ist. Hä? Nee, David geht doch jetzt trainieren. Haben wir zwei Davids? David und. Nee, Richard ist das, wollte ich gerade sagen. Richard, wir konnten ihn noch nicht anklicken, weil er ja gerade erst frisch zurückgekommen ist und Wahrnehmung zumindest ein bisschen gesteigert. Und hauen mal die schönen Sachen hier wieder in den Bunker. Das hat sich fett gelohnt. Das war eine gute Erkundungstour. Und jetzt wird als erstes mal geduscht, bitte. So. Und Raymond zieht los mit. Also Raymond ist auf jeden Fall ready to go. Raymond und Roger. Oder Raymond und David. Mal gucken. Ah, können auch Raymond und David hoch. Okay, kommt einmal Expedition. Raymond ist auf jeden Fall dabei. Der ist okay, der hat gut Charisma. Jetzt bräuchten wir noch jemanden vielleicht mit ein bisschen... Nee, die ist nicht so... Der ist auch zu schmutzig. Roger wäre eine Option. Der hat natürlich wenig Wahrnehmung. Clara geht auch nicht. Nehmen wir David noch mit. Der hat Stärke und Geschicklichkeit ganz gut. Ja, das ist in Ordnung. Los geht's. Und wir ziehen mal nach
Ja, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Dann gehen wir hier so. Und zwar so den Westteil so ein bisschen ab. Nicht zu lang. Hier auf dem Rückweg noch zum Bauernhof. Dann ist das in Ordnung. Okay, so, wir haben ja noch einen großen Rucksack gecraftet, hergestellt. Genau, den nehmen wir mit. Und wir nehmen ruhig auch diese Ferngläser mit. Und die Frage ist, ob wir Gewehre mitnehmen oder einen Bewährungsstab. Ich würde sagen, wir hauen mal die Gewehrmunition komplett rein und rüsten Gewehr aus. Bestätigen. Und der David kriegt auch ein Gewehr und natürlich auch noch einen schönen großen Rucksack. So. Ja, die Weste, die ist für Finn. Die wartet, dass der Finny bald wieder aufwacht. Und dann geht Finn mit der Schutzweste los. So. Achso, ein bisschen was zum Handeln noch. Ja, ganz genau. Danke für den Hinweis. Guckt mal, wir können nicht mehr als 12 nehmen. Dann nehmen wir wieder 2 mit. Und wissen Bescheid. Was macht denn Clara? Worauf wartet die? Auf Toilette? Ach, die ist auf Toilette. Okay, alles klar. Ne, ich habe gerade gedacht, aber die waren wieder so hintereinander, dass man es gar nicht gesehen hat. Ich habe gerade gedacht, wo ist der zweite? Es ist einfach nicht richtig, dass Christine nicht mehr bei uns ist. Wir haben Angst, wieder ins Ödland aufzubrechen. Leute, hör doch auf. Nicht so ängstlich. Los geht's. So, Wasser verteilen. Reparieren. Einmal kurz gucken, aber das passt, ne? Sandsack. Oh ja, Sandsack und die Dusche. Okay. Dann, jo. Reparieren. Und den Sandsack auch nochmal. Und hier wird ein bisschen gespielt, bitte. Und die Clara kann mal trainieren gehen. Er gibt ihm Wasser. Okay. Das passt. Könnte man auch mal ausschalten da unten, ne? Ah, Verbrauch 0,0. Tipptopp, Freunde, tipptopp. Wir können trotzdem mal auffüllen. Hinzufügen, ein bisschen Kraftstoff, okay. Und was machen wir jetzt mit der Sarah vor lauter Schreck? Und den Bunker ein bisschen umgestalten. Und ich habe das Gefühl, der Finn wird nie wieder erwachen. Schleppen wir ihn wieder mal 10, 20, 30 Milliarden Folgen durch. Mal gucken. Hier holt sich da ein bisschen Wasser. Jo, warum auch nicht. Gut, wir haben jetzt hier ein bisschen Schlafbereich, Sanitärbereich, Essbereich. Kriegen aber die Essregale da nicht hin. Haben hier unten Hobbybereich. Könnten eigentlich die Sandsäcke noch ein bisschen hier nach vorne holen. Meine Meinung. Roger geht schlafen. Okay. Ein bisschen putzen, glaube ich. Ist keine schlechte Idee. Und jetzt geht's schon wieder los mit den Funksprüchen. Und wir haben mal wieder jemanden getroffen im Waldgebiet. Okay. Und wir wählen natürlich den Raymond aus mit Intelligenz und Charisma. Lass uns zusammenarbeiten. Was sagst du? Nö. Wir werden jetzt die Leute, die wir im Bunker haben, trainieren. Freunde, trainieren. Das bedeutet, die Gute kann mal hier direkt noch ein Buch lesen, die Melissa. Das Ganze auch ein paar Mal hintereinander. Da wird geputzt. Da wird geschunkelt. Ah, dieser Eimer da. Und wir bekommen vielleicht Besuch von Christopher. Schauen wir mal.
Essbereich, ja. Kriegen wir aber hier nicht alles hin. Na ja. So halbwegs, Freunde, so halbwegs. Können aber auch das Ding hier nochmal. Ja. Können ja hier nochmal ein bisschen, wartet mal, das Ganze hier nochmal in die Ecke knallen. Das war ja eigentlich auch nur dazu gedacht, weil die Virginia da unten Kataton rumhängt. Na, so ist es grün. Das kann auch da noch hin eigentlich, ja? Na, das wieder nicht. Das ist klar. Das geht wieder. Gut, der Wassertank bleibt mal hier. Okay, und dann kann die Werkbank hier unten hin. So, sehr dicht an der Leiter. Das passt schon. Okay. Schnell ans Funkgerät gehen. Gut. Und weiter lesen. Und natürlich auch trainieren. Und sie kann dem Guten immer was Gutes tun. Nahrung verteilen und Wasser verteilen. Und die Virginia kann mal gucken, wie sieht's aus. Der Sandsack. Ja, welcher denn? Der hier? Ja. Der ist nicht ganz in Ordnung. Jo, bitte. Eigentlich sollte mit Raymond nichts passieren, weil der ist bei 20. So. Und so sieht's auch aus. Mit dem können wir ganz gefahrenlos eigentlich durch die Gegend gehen. Was geben die uns denn? Ja, dann machen wir das einfach mal. Geht nicht. Dann holen wir uns noch ein bisschen Kordit. Ah, Kordit brauchen wir aber nicht. Dann kriegen sie halt nur einen. So machen wir das. Jawohl. Freut sich auf unser nächstes Treffen. Wunderbar. Sind wir doch alle glücklich. Passt. Und jetzt gucken wir noch, was wir da finden. Ja. Passt schon. Jo. Wie sieht's aus, wassertechnisch? Naja, beim nächsten Regen wird mal wieder losgeschickt. Bauen wir einfach noch ein Bücherregal. Obwohl, theoretisch haben wir genug Möglichkeiten hier zu trainieren. Ja, Stufenanstieg, siehste. Man muss sich da einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, die hier ein paar Mal an das Bücherregal setzen und dann passt das schon. Er kriegt noch mal ein bisschen was zu essen. Großes Haus, okay. Oh, nice. Haben wir erstmal schon mal die Rucksäcke gut gefüllt, Freunde. Ja, ich glaube, wir werden diese Krise bewältigen. Jetzt gehen wir dem, jetzt stopfen wir den richtig voll mit Nahrung. So richtig voll. Bis zum geht nicht mehr. Hier wird gelesen. Hier wird weiter gekämpft. Genau. Okay, Freunde. Richard hat erhöht Stärke. Gucken wir nochmal, wie diese Begegnung hier ausgeht im Ödland. Eieiei, oh Gott, was willst du? Nichts Besonderes eigentlich. Was will ich denn? Beruhige dich. Ist inzwischen eh alles egal. Timothy, mein Freund. Nein, danke. Ja. Okay. Also, intensiv wird jetzt trainiert, aufgerüstet, zumindest Charisma und Intelligenz hier am Bücherregal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.